Mark, wir sitzen jetzt hier beim Aufbau deiner Ausstellung Revolutionssplitter, Sammlung und Zeichnung. Es ist eine Mischung zwischen deinen eigenen Zeichnungen aus einem Zeitraum von 40 Jahren, wenn ich das jetzt so richtig über 45, ne? Du hast ja sehr früh angefangen und Zeichnung spielt in deinem eigenen Werk eine sehr, sehr große Rolle. Neben der Malerei, neben dem Bühnenbild. Was wir hier jetzt ergänzend dazu zeigen, ist ein Künstlerprojekt, ich sage es jetzt mal so. Ne? Ja. So seit ca. 10 Jahren kaufst du vorwiegend über eBay Zeichnungen, vorzugsweise zum 19. Jahrhundert. Ja, es sind ja sehr illustre Namen mit dabei. Manet, Ingres, Benoit, bis hin also ins 20. Jahrhundert, Felix Vuitton. Was war eigentlich so der Anlass dafür, für dich bei eBay zu gucken und dann auch Zeichnungen zu kaufen und dann vorzugsweise also auch zu diesem Zeitraum? Na, der Anlass war eigentlich, als ich eBay kennenlernte. Man machte mir deutlich, dass Scotch, also Klebeband, auf eBay wesentlich günstiger zu erwerben ist als in diversen anderen Geschäften. Und nach dieser Begegnung hat es nicht lange gedauert, bis ich eben dieses Wort Ingres-Zeichnung oder den Namen und das Genre eingegeben habe. Und es dauerte dann wirklich nur eine Nacht und ich hatte eine. Danach hat man dann weiter geguckt, aber sicherlich hat es Vorbereitung gegeben, weil ich mich relativ früh für dieses 19. Jahrhundert interessiert, auch für die Französische Revolution, weil es relativ klar ist aus mehreren Gründen, dass das ein interessanter Punkt ist. Erstens hat sich da nochmal alles geändert oder hat sich alles geändert. Also die Französische Revolution ist ja das. Also die Französische Revolution ist einfach mit dem Vorspiel Diderot und so, ja. Natürlich die Aufklärung. Aber es hat sich einfach der Gegenstand, das Objekt, die Mittel nochmal in Frage gestellt. Und neu, in der Zeichnung. In der Zeichnung. Mhm. Und nochmal neu formuliert, übrigens auch in der Malerei. Mhm. Also du beschreibst es in deinem Essay in Lettres ja sehr schön am Beispiel von Ingres. Ja, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Naja, Ingres ist insofern eine Figur, der ist unheimlich alt geworden. Also der hat bis 1867, also 4 Jahre vor der, vier Jahre vor der französischen Kommune gelebt und ist sozusagen die Prägung war die Französische Revolution 1789. Und was man, sagen wir mal, wissen konnte, wenn man das wissen wollte, war, dass natürlich die Restauration auch erstmal alles weggeschlossen hat, was während der Französischen Revolution an Kunst oder entstanden ist, obwohl die Protagonisten dieser Kunst durchaus dann nachher auch Vertreter der napoleonischen Zeit und der folgenden Restauration wurden. Das gilt nicht für den absoluten Protagonisten dieser Zeit, also für David. Der musste ins Exil nach 1810 nach Belgien oder nach Brüssel. Aber was das Ganze betrifft, ist da viel verschütt gegangen und man kann das ganz gut lesen in so einem Buch, wo Paul Valéry, der über Degas geschrieben hat, eben so eine Anekdote erzählt, wie die Mutter mit Degas, der 10 ist oder 8, zu einer Bekannten, wo eben noch Porträts von Revolutionären hängen und die Mutter von Degas sagt, du hast diese Scheusale noch hier hängen und die sagt, das waren Heilige. Und dieser Riss, der durch eine Gesellschaft geht, der scheint sich also im 19. Jahrhundert sehr gehalten zu haben. Und das ist auch kein Wunder, denn die hatten 8 Revolutionen mit der Französischen Revolution oder 7, ich glaube 8. Und mich hat das interessiert. Ich hatte nur eine, wenn überhaupt. Und
Na, wo man, kann man auch in Frage stellen, ob es überhaupt eine Revolution gewesen ist. Es ist ja nichts Neues draus entstanden. Ja? Lass uns da mal lieber über die Splitter reden und nicht über die Revolution. weil es sind da tatsächlich Splitter, die da aufgelesen werden. Also die plötzlich auf eBay erscheinen. Und man merkt einfach auch in der Reaktion der eBayisten, dass diese Zeit nicht sehr präsent ist. Nicht? Also jedes noch wie gefälschte Rokoko-Blatt, und selbst wenn es aus nachweislichen Fälscherwerkstätten kommt, wird gekauft. Aber das ist irgendwie eine spröde Materie. Das ist ja das Ungewöhnliche daran, ja, dass du dich dem 19. Jahrhundert zuwendest, also einer Zeit, die in unserer heutigen Wahrnehmung nicht so unbedingt also eine große Rolle spielt. Ja. Und daraus resultiert natürlich die Frage, also was bedeutet es vielleicht auch für uns? Wir leben ja also auch in sehr, sag mal, ungewissen Zeiten, ja, mit großen Verwerfungen. Eine Verunsicherung macht sich ja allenthalben breit. Zur deiner Eröffnung steht die Wahl in Amerika an. Ja. Wie immer, ja, das hatten wir auch schon. Also du bist ja ein sehr politischer Mensch, ja, so, und also auch ein sehr reflektierter Mensch mit einem unglaublichen enzyklopädischen Wissen, und nicht alle Arbeiten, die du kaufst, sind ja eindeutig zugeschrieben. Du recherchierst ja dezidiert, ja, so, und versuchst dich selber auch an Zuschreibungen bei Arbeiten, die jetzt also nicht so unbedingt eindeutig sind. Also da sind ja mehrere Aspekte, die also auch eine Relevanz haben, die auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel mit deiner eigenen Arbeitsweise zu tun haben. Ja, so dieses archäologische Ausgraben, ja, immer weiter also in die Tiefe zu gehen, ja, sich also in einen Gegenstand hineinzubegeben. Also ich assoziiere jetzt gerade also dein Stipendium in Paris, als du die Knochen gezeichnet hast, ja, so im Museum. Und für mich hat es jetzt hat diese Sammlung, also in Hinsicht auf die Arbeitsweise, sehe ich da eine Analogie. Im Gegenstand natürlich nicht, ne, so, weil man sammelst ja die Zeichnung von anderen, machst sie nicht selber. Deswegen wäre für mich jetzt einfach nur die Frage, warum gerade das 19. Jahrhundert? Was reizt dich da also im Kontext und der aktuellen Zeit? Naja, ich glaube, es ist natürlich eine Spekulation. Es ist eine Zeit, die in französischen Museen, glaube ich, nicht sehr, sieht man von der Fondation Custodia, die eine holländische Gründung ist, nicht sehr präsent ist, weil dieses Verhältnis zur Revolution, glaube ich, bis heute noch nicht geklärt ist. Das sieht man einfach ganz daran, wenn man ans Haus von Robespierre geht, da ist bis heute keine Tafel dran. Ne? Danton steht aber auf dem Boulevard Saint-Germain als Denkmal. Also sie haben das bis heute noch nicht, glaube ich, oder dieser Riss oder dieser Bruch ist bis heute nicht, man kann das sagen, geheilt, oder man kann, es ist kein Verhältnis dazu da. Es gab Leute, die das gesammelt haben. Der berühmteste ist, der heißt Martin. Und das war der Leiter der Sammlung der École des Beaux-Arts in Paris. Und die ist auch deswegen eine bedeutende Sammlung, weil sie Zeichnung und Fotografie schon im 19. Jahrhundert zusammengesammelt hat. Aber viel bedeutender als die Sammlung der École des Beaux-Arts, die sehr bedeutend ist, ist dessen eigene Sammlung gewesen. Also von dem gibt es die Legende, dass er im Hotel gewohnt hat, weil die Wohnung war voll. Und diese Sammlung ist irgendwann, als dessen Neffe starb in den 80er Jahren, versteigert worden. Und sehr viele großformatige Blätter sind heute in der Morgan Library in den Vereinigten Staaten. Und das waren also richtige Knaller. Und die kleinen sind, glaube ich, in größeren Margen versteigert worden. Und viele der Blätter, die hier zu sehen sind, stammen schon aus dessen Sammlung. Und das ist schon sehr verwunderlich, weil zum Beispiel dieses eine Porträt, was ganz eindeutig Danton ist, das haben die nicht erkannt. Es gibt von Danton nicht so sehr viele Zeichnungen, aber es gibt Berichte, wie seine Nase aussah, weil er als Kind irgendwie mit Rindviechern in Konflikt geraten ist. Und bei der Profilzeichnung
ist das so zu sehen? Also ich glaube, ich bin auch ein bisschen ein Nutznießer, dass ich schon dank zuallererst meiner Mutter, die ein Buch über David Gilly geschrieben hat, der ein Franzose war, was 1964 in Ost-Berlin erschienen ist und 1980 in West-Berlin als Reprint, sowas gab es nicht so häufig, die also sicherlich eine Sensibilisierung produziert hat, aber es gab vor allem auch im Verlag der Kunst ein Buch in der Fundus-Reihe, das hieß von Brutus zu Marat. Und das sind nur Dokumente aus der Künstler, also über Künstler aus der Französischen Revolution. Und das habe ich, ich auch noch zu Hause. Ich glaube, das habe ich noch nie gelesen. Ja, das ist ziemlich toll, weil da merkst du plötzlich, dass also der politische Konvent, der für Kultur zuständig ist, also unter Führung von David ist, sich mit einem neuen bürgerlichen Beruf auseinandersetzen muss, der heißt das Modell. Mhm. Und es geht da schlicht und einfach während der Revolution, wie die bezahlt werden. Ah, okay. Modelle. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das Neue, was während der Revolution passiert, dass also plötzlich Frauen und Männer sowohl Modell sein können, als auch von Männern und Frauen gezeichnet werden können. Mhm. Das geht langsam, aber das kommt. Mhm. Und das letztendlich, was die wenigsten, sagen wir mal, bewusst wissen, ist, dass eben 1793 beschlossen worden ist, dass Männer und Frauen Wahlrecht haben. Und das ist ja dann Monate später kassiert worden. Und da ist, glaube ich, da steckt sehr viel. Also in diesem Revolutionsgeschehen. Ja, da steckt sehr viel drin, ja. Was furchtbar ist, aber da steckt auch extrem viel drin, was brillant ist. So, und nun kann man sich darüber streiten, ob Walter Benjamin Recht hat, der sagt, die Revolutionen sind die Bremsen der Geschichte, oder ob die, wie es ja lange Zeit allgemeingut war, die Revolution der Motor der Geschichte sind. Das werden wir jetzt auch nicht entscheiden. Deshalb kann man nur mit den Splittern umgehen, die da zu finden sind. Und da sind eben auch, zum Beispiel ist da eben eine Zeichnung von ein Porträt von Manon Rolland dabei, die als Frau des Innenministers eigentlich die Heroine der Revolution ist, die wirkliche Heroine der Revolution, und die unter anderem in ihren Erinnerungen, die sie geschrieben hat in der Bastille, nicht in der Bastille, sondern im Gefängnis des Innenministeriums, also das eigentlich ihrem Mann unterstand, bevor sie geköpft wurde, und darin beschreibt, wie sie von vielen porträtiert worden ist. Das ist schon ziemlich interessant, dieses veränderte Bild zu sehen. Du hast ja sehr, sehr viel, also ich sage jetzt mal so peripheres Wissen, ja, so um die Zeichnung, um die Persönlichkeiten, um die Künstler, um die politische Situation herum. Wie näherst du dich dem eigentlich? Ja? Also du siehst ein Blatt und fängst an dazu, also zu recherchieren, oder ist dein Interesse vorher schon da und du suchst nach dem geeigneten? Naja, erstmal ist es so, also sagen wir mal, es gibt diesen Satz, und diesen ziemlich dunklen Satz in den Tagebüchern oder Briefen von Beckmann, dass er sagt, also das mit den Fälschungen ist so eine Sache, das kann man eigentlich nur Künstler entscheiden lassen, weil die wissen, wie es geht. Mhm. Und sagen wir mal, wenn man das sozusagen sich einverleibt und quasi nur zuschlägt, wenn der Herzschlag stärker wird, dann hat man schon irgendwie was insofern erreicht, weil man kauft dann erstmal nur rein instinktiv, ne? Ja. Also ohne jedes Wissen. Und das schlägt aber eben nur, der Herzschlag wird nur schneller, wenn das was Besonderes ist. Du guckst dezidiert als Künstler, also auf die Qualität der Zeichnung. Sicher, klar, und auch technisch, also ja. Wenn man so will, das ist fast ein technischer Blick oder ein emotionaler. Ja, das meinte ich jetzt auch damit. So eine Mischung, es ist nicht, es ist nicht das eine und das andere nur, aber es ist so ein Blick. Und wenn man sich da nicht geirrt hat, und ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so häufig geirrt oder gar nicht, dann kriegt man eine Spur oder findet eine Spur. Und sagen wir mal, was ich noch nie gezeigt habe und was jetzt hier zu sehen ist, sind so 8-9 Zeichnungen von einem Zeichner, der quasi die letzte Revolution vorbereitet oder begleitet hat, Edmond Penoil. Das würde man heute wahrscheinlich unter Trotzkist verbuchen. Mhm. Der ist auf sehr engste verbunden gewesen mit Victor Hugo und seinen Söhnen, die eine sehr radikale Zeitung im Vorfeld der
Kommune und während der Kommune rausgegeben haben, der vielleicht sogar ein Opfer der Niederschlagung der Kommune ist, aber der eben in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts Zeichnungen gemacht hat mit Feder, die ich wirklich enorm finde. Mhm. Und da ist irgendjemand wahrscheinlich mal auf eine Mappe gestoßen und hat die verkauft. Niemand kannte den und niemand wusste von dem, aber der muss in seiner Zeit auf dem Montmartre relativ populär gewesen sein oder zumindest bekannt als, oder geachtet als Künstler. Weil es gibt so eine, das ist diese Zeit, wo die Künstler so Mappenwerke mit Radierungen rausgeben und er ist sozusagen der Mann, der seine Mappe gemacht hat zwischen Degas und Manet. Mhm. Also der muss, sowas macht man als junger Mann, der ist wesentlich jünger als die anderen, macht man nicht, wenn man nicht geachtet wird. Naja, da sind ja viele Entdeckungen offensichtlich auch dabei. Wie viele Arbeiten hast du jetzt eigentlich? Das kann ich jetzt nicht so, es wird sich so im Bereich auf 200 bewegen, aber sagen wir mal, das sind auch manchmal wirklich solche Sachen. Also ich sind ja, also in der Ausstellung ist jetzt eine Zeichnung von Marie-Eugène Benoit dabei. Es wird in der Galerie in einem Jahr ein paar mehr zu sehen geben, innerhalb eines Projektes, was sich nur Künstlerinnen widmet. Aber sagen wir mal, diese eine Zeichnung von ihr ist insofern tatsächlich, kann man schon sagen, eine Premiere, weil von ihr mit Sicherheit noch nie Zeichnungen ausgestellt worden sind, noch, dass sie sich irgendwo in Sammlungen befinden. Es gibt aber eine Dissertation oder eine Arbeit von einer Kunsthistorikerin, der ersten, die überhaupt in französischen Museen angestellt worden ist, Marie Ballot. Und die hat 1914 mit dem Geld der Enkel von Marie-Germaine Benoit, die ja bekannt ist für ihr Bild, was 1800 als La Négresse im Salon ausgestellt wurde und heute Madeleine heißt, die beschreibt, welche Zeichnungen die Familie aufbewahrt. Und nur aus dieser Dissertation von 1914 kann man die 12 Zeichnungen oder 13 Zeichnungen von ihr, die auf eBay zu erwerben waren und die offensichtlich kein Interesse gefunden haben, einordnen und einschätzen und auch ihre Authentizität oder Authentizität in der Zeit als Lieblingsschülerin von David, was sie wirklich war. Sie hat nämlich im Louvre gewohnt und dort im Louvre während der Revolution noch ihren royalistischen Mann versteckt. Mhm. Also das ist schon, da kommt man schon auf viel, was interessant ist. Wie bist du denn darauf gestoßen? Also das ist ja jetzt nicht nur eine einfache Zuschreibung, du hast ja auch recherchiert dazu. Ja, die sind unter ihrem Namen verkauft worden und das war ja wirklich, ist ja ein Phänomen, diese Madeleine oder La Négresse ist ja eine Ikone, auch eine Ikone der Frauenbewegung, eigentlich auch immer gewesen, eigentlich auch in den letzten 225 Jahren. Das ist ja relativ ein bewusstes Ding, was da 1800 stattgefunden hat im Salon. Und die Sängerin Vaillance hat, glaube ich, ein Video im Louvre vor dem Bild gedreht, eine Milliarde Mal angeklickt worden ist oder wie auch oft. Auch immer, also sagen wir mal, das ist ein Name, der eigentlich präsent sein müsste. Ich war ja selber verwundert, aber ich meine, es ist absolut zu meinem Vorteil abgelaufen, weil es keine großen Verluste verursacht hat. Ja, also sagen wir mal, man ist ja dann manchmal auch so ein bisschen hin und her gerissen, soll man sich jetzt darüber ärgern. Setzt du dir dann ein Limit? Ja, ich weiß nicht, also wenn es, sagen wir mal, von diesen 13 Zeichnungen hätte ich nicht alle gehabt, also die hier hängt, die hatte ein Limit, aber sie hat wirklich, glaube ich, nur 60 Euro gekostet oder so. Also das ist, ist machbar. Ist realisierbar, ja. Aber das stellt natürlich auf der anderen Seite nochmal die Frage auch nach der Verwertbarkeit von Kunst. Ja, grundsätzlich, also es stellt viele Fragen. Ja. Also es stellt auch die Frage nach der Barbarei, ja? Also weil es stellt auch die Frage nach dem Müllhaufen der Geschichte. Aber ich meine, der Vorgang ist natürlich ganz simpel so, dass natürlich auch das deutsch-französische Verhältnis
im 19. Jahrhundert auch gestört war. Es sind ja nicht nur die zwei Kriege im 20. Jahrhundert, sondern sagen wir mal, es war zum Beispiel offiziellen Personen Deutschlands 20 Jahre lang und Frankreichs übrigens auch verboten, Kontakt aufzunehmen nach dem Krieg 1870-71. Also wenn man will, nach der Pariser Kommune. Also es gibt ja in Deutschland keine, sagen wir mal, kontinuierliche Sammlungstätigkeit für französische Zeichnungen. Und insofern, was ich dazugelernt habe, ist offensichtlich in Frankreich auch nicht so. Ziehst du daraus auch Rückschlüsse für deine eigene Arbeit? Also wir zeigen ja jetzt hier also auch Zeichnungen von dir. Wie stehen die im Verhältnis? Also die Qualität der Zeichnung auf jeden Fall, also auch die technische Qualität. Spielt sicherlich eine große Rolle, deine Arbeitsweise, also dich mit einem Thema intensiv, also auch seriell zu beschäftigen, ja, also auch mit einem Konzept an Arbeit oder an ein Thema heranzugehen, ja, also keine konzeptionelle Arbeit zu machen, aber mit einer also ganz klaren Idee, also in die Arbeit einzusteigen. Gibt es da also irgendwie Parallelen? Naja, ich würde... Es ist eine Künstlersammlung und dann ist es natürlich so, dass man das Gefühl hat, dass die Dinge zu einem kommen. Mhm. Nicht, dass man die sucht. Also es war wirklich also auch so in der Kette der Sachen eher so, dass ich das Gefühl hatte, das will jetzt zu mir. Ja, und da kam so eine gewisse Neugierde und Offenheit, sich drauf einlassen. Und ich glaube, es ist natürlich ganz klar auch geprägt durch die eigene Haltung gegenüber der Zeichnung, die kann man unterschiedlich definieren oder unterschiedlich herleiten, aber die immer von einem Zugriff, mit einem Zugriff einhergeht. Und ich glaube, es ist kein anderer Vorgang. Mhm. Es ist kein anderer Vorgang als Zeichnen und es ist auch keine Bestätigungshaltung dahinter, sondern eigentlich die schlichte Erkenntnis, war immer so, wird immer so sein, ja, oder so, wenn man es nicht kaschiert. Mhm. Und sagen wir mal, ich hätte jetzt nicht unbedingt zwingend die Idee gehabt, das mit meinen Arbeiten zu kombinieren, aber da das ja hier eine Galerie für zeitgenössische Kunst ist, lag das nahe sozusagen. Das stimmt, das war die Bedingung. Das war sozusagen die... Bedingung weiß ich jetzt gar nicht, aber sagen wir mal, das war auch die Verführung dann. Nee, Bedingung stimmt jetzt in dem Sinne auch nicht, aber... Nein, aber es ist ja so, halb zog es ihn, halb sank er hin, also so. Mhm. Ne? Es ist so, aber im Ganzen sehe ich es gar nicht als widersprüchlich an. Oder? Nee, überhaupt nicht. Ja, also stellt die Frage. Ja, so. Halt, das kommt aus einem selber, der Zugriff, ob es nun Zeichnen oder Sammeln ist, ist eigentlich nicht so... Ist nicht mehr wichtig. Würde ich jetzt nicht mehr als... du bist ja jetzt auch nicht so der manische Sammlertyp. Nee, ich bin überhaupt nicht der manische Sammlertyp und ich habe das wirklich erst vor 10, 12 Jahren überhaupt, zugelassen. Und es hat eher mit dem natürlich ungeheuren Spaß, der damit verbunden ist, sich plötzlich mit Dingen völlig andersartig und aus einem ganz anderen Anlass zu beschäftigen. Ja, also auch in einer anderen Art und Weise. Also Thema hat ja was mit dir zu tun. Es geht um Zeichnung, ja, es geht auch um gesellschaftliche, politische Zusammenhänge, die dich sowieso auch immer interessieren, ja, die du ja auch in deinen Theaterarbeiten, den Bühnenbildern, also da steckt ja sehr viel in deiner eigenen Arbeit drin. Und das ist auch ohne Arroganz eine Skepsis gegenüber Spezialisten. Ich habe einfach zu viel Kupferstichleute kennengelernt, die brutal formuliert eine Lithografie nicht von einer Radierung unterscheiden konnten. Mhm. Sagen wir mal, das heißt ja nicht, dass man selber spezieller ist oder so, aber sagen wir mal, ich bin immer schon für ein Eigenurteil. Also ich meine, an der Stelle ist eBay ja auch eine tolle Möglichkeit. Ja. Fast ein demokratisches Medium, ja, man kann zugreifen. Und man kann ja, ich meine, nur ich weiß, was ich liegen lasse. Mhm. Das ist natürlich es ist eine Verführung, wenn lauter Degas-Zeichnungen mit dem Nachlassstempeln der Neffen da auftauchen, aber du ahnst schon, die sind wirklich gefälscht. Mhm. Weil man das irgendwie doch schon ein bisschen auseinanderhalten kann. Trotzdem muss man auch fairerweise sagen,
Das ist das Recht einer Künstlersammlung, finde ich, im Gegensatz zu einer musealen Sammlung. Man kann jetzt auch mal sagen, also hier, also meine Spekulation aus diesen spekulativen Argumenten mir näher als die Argumentation der Spezialisten. Das ist ja auch verführerisch zu lesen. So, und dann muss ich einfach so sagen, also das Recht nehme ich mir und das muss mir ja keiner glauben. Ja. Ich habe ja keinen verpflichtet. So, und aber es kommt schon aus einer gewissen Zeitlänge wohl abgewogener Pro- und Contra-Argumentation. Also eine Frage zum Schluss hätte ich noch. Wir haben hier die eine Arbeit, Sala Guerre, das ist ein Deckblatt. Ja, das ist ein Denkblatt, ein Maßstab 1:2 für eine ziemlich berühmte Antikriegsmappe von Valentin. Und die deshalb, sagen wir mal, auch, also der Valentin hat sozusagen die Sachen immer als Zeichnung gemacht und die haben dann Stecher, was weiß ich, dann Dali mit Japanern gemacht hat, in Holz geschnitten. Mhm. Und oft kommen diese Sammlungen, nicht oft, aber gelegentlich kommen diese Sammlungen auf eBay auch tatsächlich aus Druckernachlässen. Das sind hier einige Blätter, die ich sozusagen Druckernachlässen zuordnen würde. Aber bei Valentin ist es einfach so, die Blätter drin, ich glaube, es sind 8 Holzschnitte, sind figürlich. Aber der Umschlag ist einfach nur dieser Satz, C'est la guerre. Und wenn man will, abstrakte, tachistische Spritzer. Mhm. Und das ist natürlich für 1916 extrem früh, ja, und extrem irre irgendwo. Ja, ja, das fand ich das Bemerkenswerte gerade an dieser Arbeit und also auch dem Background, der sich da, dahinter verbindet. Ja, vielleicht noch einen Satz, weil es so etwas Vergleichbares ist. Also es sind ja hier ein paar Sachen und es ist das einzige Mal, wo wir sozusagen auch der Radierung den Raum gelassen haben. Das ist der Maler Paul César Elieu. Der ist normalerweise bekannt als Vertreter der Belle Époque. Teilweise, also als, wenn du willst, als er hat Chanel entdeckt, Mademoiselle Chanel entdeckt und ist, sagen wir mal so, fashionmäßig sehr unterwegs gewesen. Und sein Enkelsohn ist der Vorgänger von Karl Lagerfeld von Chanel gewesen. Aber berühmt ist er eigentlich heute hauptsächlich für die Ausmalung der Zentralstadt, des Zentralbahnhofs in New York. Aber noch berühmter für sein Totenbild von Proust. Und tatsächlich ist er bei Proust auch der Maler als Tier in wesentlichen Eigenschaften. Aber was hier zu sehen ist, sind tatsächlich Radierungen, die vor seinem großen Erfolg, und auch Zeichnungen, 2 Zeichnungen, die vor seinem großen Erfolg 1897 sind, wo er tatsächlich als einer der ersten eigentlich das Recht auf persönliches Glück formuliert, ohne jeden Unterschied zu machen zwischen seiner Vaterschaft und der Freude an den Kindern und der Mutterschaft seiner Frau und der Freude an den Kindern. Und das kann man einfach, er hat ein extrem erfolgreiches Buch mit seinen Zeichnungen rausgegeben. Das heißt nicht meine Kinder, sondern das heißt unsere Kinder. Und das ist natürlich für die Zeit ein unheimlicher Vorgang. Ja. Mhm. Und das sieht man in diesen Blättern auch irgendwo, das sieht man diesen Blättern an. Und alles, was so nach 1898, würde ich dann nicht haben wollen. Aber diese ganz frühen Sachen, die sind schon ziemlich enorm. Daraus schließe ich nochmal dein Spezialistentum. Ja, und also dieses Nachspüren, ja, so der Herkunft der Blätter und der Zusammenhänge und der Kontexte, in denen sie entstanden sind, geht ja weit also über ein technisches Interesse einer Zeichnung hinaus. Ja. Und wie kommst du zu diesem Wissen um diese Zusammenhänge, in denen Arbeiten entstanden sind? Fängst du dann erst an zu lesen, wenn du die Arbeit siehst? Muss ich noch mal das fragen, ist meine technikaffine, meine technikaffine Umgang mit neuen Medien. Also dann okay, einfach, gut. Seitdem, du fängst an zu recherchieren. Seitdem der Computer das möglich macht,
kann ich mein, das nützt mir viel. Aber sagen wir mal, als ich mich in der Schule gelangweilt habe, gab es trotzdem die Pflichtlektüre Dantons Tod von Büchner. Und da steht eben wahnsinnig viel drin, was man reanimieren kann. Und da ich das offensichtlich viel gelesen habe, weil sonst in vielen Fächern unter dem Tisch ist mir eben auch sehr viel hängen geblieben. Und dass ein Porträt von Danton ist, verdanke ich der Lektüre unter der Schulbank. Da ist bei Büchern eine exakte Beschreibung dieses völlig zerquetschten Dantons-Gesichts drin. Der wusste das noch als Mediziner, was der Hufschlag der Kuh bei Danton an der Nase ausgemacht hat. Alles klar, ich danke dir.